Hallo, ich begrüße Sie zu einem neuen Video von eBike TV und in diesem Video will ich der Frage nachgehen, wie kriege ich das eigentlich hin, gut und einfach immer gut genug Luft in meinen Reifen zu haben. Wir kennen das, dass wir immer mal einen Platten haben, so wie bei diesen Reifen hier. Hier ist keine Luft mehr drin und vor allen Dingen, dass wir, wenn wir, egal ob wir stationär sind wie hier oder mobil unterwegs sind, dass wir da eine gute Luftpumpe haben, um die Luft wieder aufzufüllen. Du suchst eine E-Bike-Versicherung? Dann schau doch mal unter www.helden.de. Das allererste, was ich natürlich in Betracht ziehe, ist immer so eine ganz klassische Standpumpe. Hier habe ich den Topeak Joe Blow 3 Mountain. Kostet ungefähr ein 50er. Hat hier ein gutes Manometer. Du kannst hier ordentlich aufpumpen, aber ist natürlich immer mit Muskelkraft versehen. Du hast einen guten Standfuß unten. Vorteil von dem Ding ist halt, dass es einfach zu handhaben ist, dass es immer da ist und dass du immer aufpumpen kannst. Der kann bis 11 Bar. Allerdings hier, wie bei diesen Reifen, so einen dicken, fetten Downhill-Reifen, den kriegst du damit wahrscheinlich nicht richtig in die Felge gedrückt und dadurch kann es sein, dass der Reifen nicht richtig sitzt. Das hast du allerdings, wenn du einen Schlauch hast, normalerweise auch. Das nächste, was ich natürlich benutze oder benutzen kann, ist dieser Kompressor hier. Das ist ein Einhell heißt er, glaube ich, TCK 201-8, kann 8 Bar und hat hier so einen 24-Liter-Tank. Ich muss diesen Kompressor immer an eine Stromquelle bringen, weil natürlich über das Kabel der Kompressor angeht, den Behälter hier aufpumpt und dann hier Luft rauskommt. Ich mache das Ding jetzt nicht an, weil es extrem laut ist. Das ist nämlich eines der größten Nachteile. Es ist schwer. Das Ding springt ungefähr nach 10 Reifen, einmal voll aufpumpen, springt das Ding an und ist echt laut und nervig. Und ich kenne halt Werkstätten, die in so eine Kiste verbannt haben, so einen Kompressor, damit die da nicht gestresst sind von Lärm. Kostet ungefähr ein 100er, ist immer da, bleibt stehen und für stationär, ich denke mal, eine gute Sache. Das Gute ist hier, dadurch, dass du natürlich diesen 8 Bar Druck hast, kannst du jeden Reifen in die Felge pressen. Also tubeless, kein Problem. Ja, und wenn ich jetzt gucke, womit kann ich eigentlich am besten arbeiten, dann fällt mir dieser kleine Apparat auf. Und zwar ist er von Ziki Plus. Das ist so eine Luftpumpe, aber elektronisch. Und es ist nicht so wie beim großen Kompressor, dass erstmal so ein Behälter vollgepumpt werden muss, damit wir dann den Strom, die Luft nehmen können oder wir sie selbst körperlich erzeugen. Nein, genau das dazwischen ist es. Es ist eigentlich auch so wie eine Powerbank, ist auch auf jeden Fall Akku dabei. Ich baue den mal auseinander. Kostet, glaube ich, so 60 Euro. Ich habe aber noch so einen Link unten, den tue ich euch rein. Und da gibt es natürlich auch noch einen Rabattcode. Kennt ihr natürlich, hilft mir natürlich für meinen Kanal ein bisschen. Und ich würde es nicht euch sozusagen vorstellen, wenn ich nicht echt davon überzeugt bin. Ich baue das hier mal auseinander. Und das ist halt dieser, ja, so ein Metallkasten oder so ein Metall. Gut gearbeitet, sieht fein aus, wiegt 500 Gramm. Was gibt es noch? Ich habe einmal hier eine Tüte zum Reintun. Das ist ganz witzig. Und ich habe natürlich hier einmal ein Paket dabei, einmal so ein Ladekabel für den Ball zum Aufpumpen. Und das brauche ich natürlich immer, wenn ich die französischen Ventile oder halt andere Ventile benutze. Hier so einen kleinen Aufsatz. Und natürlich auch noch insgesamt nachher einen Schlauch, den ich dann mit dem Gerät verbinde. Ja, ich hatte gesagt, kostet 60 Euro. Hier unten ist die Ladebox. Die Ladebuchse und innen drin wird halt über Strom halt Luft erzeugt und damit kann ich den Reifen aufpumpen. Ich baue das einmal ganz kurz zusammen. Kann man hier einfach reinstecken. So. Gut, dann mache ich den Apparat an. Er zeigt mir jetzt hier, dass 0 Bar ist. Dann kann ich einmal auch hier, das ist ganz witzig, eine Taschenlampe anmachen, wenn ich im Dunkeln unterwegs bin. Mache ich jetzt wieder aus. Oder ich kann dann auch noch hier den Luftdruck halt wählen, so viel wie ich haben will. 3,15 oder ich habe jetzt eingestellt, sagen wir mal 2,5. Von den Eckdaten her, er soll bis 10 Bar können. Das bezweifle ich aber, weil er echt ab 4 Bar tut er sich schon schwer, so einen dicken Reifen aufzupumpen. Was er auf jeden Fall kann, er kann auf jeden Fall tubeless Reifen aufpumpen und sozusagen die Karkasse auch in die Felge springen lassen. Und dauert je nachdem, weiß ich nicht, 1-2 Minuten, kannst du weggehen, noch einen Kaffee trinken oder eine rauchen. Und ich habe jetzt rausgefunden, vielleicht 10 Mal kann ich einen Reifen von 0 auf 4 Bar aufpumpen.
damit das funktioniert. Und in meinem Einsatzbereich, ich weiß nicht, wo ich mehr als 4,5 Bar halt gebrauchen kann. Ja, jetzt baue ich das einmal auf und probiere das natürlich aus. Ich drehe hier einmal den Adapter für das französische Ventil drauf. Dann, das ist ganz gut, hier ist so ein Drehventil, beziehungsweise so ein Drehschlauch drauf. Den drücke ich auch drauf. Dann mache ich hier auf an. Muss man ein bisschen länger drücken. Dann zeigt der Herrn, aha, ist 0 Bar. Und jetzt drücke ich einfach ganz locker auf Start. Und jetzt geht er von alleine. Und ich kann jetzt noch mal einen Kaffee trinken gehen und komme gleich wieder. Ja, kurz Kaffee getrunken. Der Reifen ist voll. Wie schon gesagt, 10 Mal kann ich ungefähr diesen Reifen aufpumpen. Der Reifen ist gut in die Felge reingesprungen. Also es hat echt gut funktioniert. Jetzt kann ich das einfach alles wieder abbauen. Und machen jetzt wieder aus. Und das hat echt gut funktioniert. Wie gesagt, kostet 50 Euro oder 50 oder 60 Euro. Ich habe einen Rabattcode, tue ich unten rein. Und für mich ist das eigentlich die beste Alternative, egal ob ich jetzt hier stationär bin oder halt auf Natur bin. Das kann ich echt gut in meinen Rucksack reintun und immer mitnehmen. Und solange ich Strom habe, kann ich das gut benutzen. Mein Fazit ist, klar hat es schon ganz viele von so ähnlichen Dingern gegeben, aber ich bin echt... Das hat mir auf jeden Fall am besten bisher gefallen. Einfache Handhabung, unkompliziert in der Funktionsweise und es funktioniert wirklich. Ich sage immer so, ich biete euch zum Ende dieses Videos auch wieder ein freundliches Tschüss an und verabschiede mich auf dem Trail mit einem aufgepumpten Reifen. Ach, was ich noch sagen wollte, achtet immer auf euren Reifendruck, weil allen Sachen, die ich mache und immer Leute treffe, oft einfach zu wenig Reifendruck drin und dann schadet die Fahrradperformance. Dazu mache ich aber auch noch mal ein Video. Richtiger Reifendruck und eine gute Reifenwahl. Bis dahin, danke und tschüss. So.